E aí Herzlich willkommen bei 78 Television. Ich hoffe, die kleine weihnachtliche Einleitung hat euch ein wenig gefallen. Eins vorneweg, wenn ihr von meinem Kanal keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal unten und klickt auf die Glocke, denn somit verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr. Ja, jetzt zum Thema Stromverbrauch senken bzw. Energiesparen im Wohnmobil ist ein Thema. Es gibt viele Leute, die haben Wechselrichter. Fette Lithiumbatterien, bei denen ist es vielleicht nicht ganz so wichtig für die, wie für die Leute, die wohl keinen Wechselrichter besitzen. Ich werde beide Fahrzeugarten mit und ohne Wechselrichter so ein bisschen ansprechen. Es gibt genug Stromverbraucher im Mobil, die nicht sein müssen, die man gar nicht braucht, die man einfach teilweise laufen hat. Auch der Wechselrichter hat einen gewissen Eigenverbrauch. Es kann natürlich auch mal eine Situation kommen, dass du irgendwo im Ausland größere Reise liegen bleibt, ja zwei, drei Tage, kommt keine Hilfe, was weiß ich, oder es dauert so lange, bis Hilfe bei euch ist, dann muss man natürlich mit seiner Energie haushalten. Ja? Und da gebe ich heute ein paar Tipps. Ich kann euch nicht alles erklären, es funktioniert nicht, dann wäre das Video fünf Stunden lang, aber ich gebe euch ein paar wichtige Tipps, wie ihr euer Wohnmobil ein bisschen effizienter betreiben könnt und <laughs> auch Tipps für Leute, die ihr Wohnmobil nicht so oft nutzen, vielleicht zwei, dreimal Mal für ein Festival nur im Jahr. Ja, die brauchen uns direkt einen riesen Wechselrichter und Energie einbauen. Auch für die Leute habe ich einen Tipp. Also gehen wir mal raus ins Wohnmobil, das ist bereits vorgeheizt. Wir haben minus 5,7 Grad. Und wenn es euch das interessiert, dann kommt es mit raus. So, dann sind wir hier drin im Wohnmobil. Ich habe eingeheizt heute Nacht minus 7,8 Grad. Ihr seht es hier, die Fenster, die sind noch richtig gefroren. Nächste Woche gibt es übrigens wieder ein campingplatz -Video, Da machen wir dann einmal einen kleinen Test über unsere Wohnmobile. Ich habe ja keinen doppelten Boden. Dann schauen wir mal, wie sich das im Wintercamping so auswirkt. Ja, wie gut das eigentlich unsere Wohnmobile, unsere, ja... Nicht mit doppeltem Boden, sagen wir mal, so eigenen für Wintercamping und Skiurlaub. So, nun zum Thema heute Stromverbrauch im Wohnmobil, beziehungsweise Strom sparen im Wohnmobil. Gibt es für mir heute mal 5-6 Tipps, wie ihr euren Strom im Wohnmobilverbrauch senken könnt. Ich fange einmal mal mit dem ersten Tipp an. Hier das Licht. Nicht jeder kauft sich ein nagelneues Wohnmobil und zwar geht es hier um diese Lampen, die ja übrigens überall im Wohnmobil drin sind. Ja, egal wo man dann einschaltet, überall habt ihr solche Lampen drin. Ja. Und hier ist es ganz wichtig, dass ihr jetzt hier zum Beispiel, wenn ihr euch ein älteres Wohnmobil gekauft habt, nachschaut, habt ihr da schon ein LED-Licht drin oder habt ihr da noch die alten Halogen? Die Halogenen bzw. die Glühlampen, die brauchen Strom ohne Ende. Ganz im Gegenteil zu den LEDs hier rentiert sie das natürlich, damit man sagt, ich rüste jetzt mein ganzes Wohnmobil komplett um auf LED, überall wo es geht, überall wo ich hinkomme. Natürlich klar, nicht jeder ist so basiert im Basteln. Aber das sollte schon zu bewerkstelligen sein, dass man diese Lampen hier alle auf LED umrüstet. Damit spart es euch schon mal einen ganz, ganz großen Teil an Strom. Ja? Weil Licht brennt abends irgendwie immer. Es sei denn, es ist so romantisch, dass ihr abends nur mit Taschenlampen rumläuft im Wohnmobil. Ich habe da auch eine dabei, so eine riesengroße da hinten. Die ist aber allerdings nur für Notfälle gedacht. Ja? Also mit der gehe ich vielleicht mal nachts ein Pipi machen, wenn die Toilette verstopft ist. Aber das war's dann schon. Wie gesagt, schaut bitte in euren ganzen Wohnmobil, ob ihr überall LED-Beleuchtung drin habt. Dass ihr seht, okay, mein Wohnmobil ist jetzt dann zwei Jahre alt. Bei mir sind überall bereits serienmäßig LEDs verbaut. Hier einfach mal ein kleiner Rundgang: Wenn ihr einen gebrauchten Camper habt, habe ich LEDs drin oder nicht. Ja, das war es jetzt schon einmal zum ersten, wichtigsten Part in eurem Wohnmobil. Welche Lampen habe ich an Bord? So, jetzt seht ihr hier zum Beispiel schon ähm, Laptop-Ladegeräte. Ja, aber jetzt sind also schon ein bisschen, auf was das ich raus will. Versucht wie zum Beispiel, jeder hat irgendwas zum Laden, jeden Tag. Handys, was weiß ich, Laptops, Radios, ich weiß auch nicht, was ihr alles mitnimmt. E-Bikes zum Beispiel. Auch momentan ganz, ganz stark im Trend. Versucht dass ihr für all eure Geräte, also das hier zum Beispiel ist jetzt noch 220er, einen 12 Volt-Lader bekommt. Und ihr bekommt für fast jeden Laptop mittlerweile ein, also ein 220 ein 12 Volt-Ladegerät. Ihr seht es also hier zum Beispiel das Ladegerät für meine Kamerabatterien. Ja, ich mache viele Videos und brauche dementsprechend viel Energie. Das schaut dann so aus und hier habt ihr so einen klassischen 12 Volt Anschluss dran. Ja? Denn wenn es jetzt zum Beispiel sagen wir mal so, ihr habt einen Wechselrichter drin, ihr steht frei und ihr habt keinen Landstrom. Ihr ladet eure Geräte alle über den Wechselrichter auf, beziehungsweise über 220 Volt. Der Wechselrichter hat einen sehr hohen Eigenverbrauch. Dazu werde ich euch dann auch noch was sagen. Ihr braucht, wenn ihr eure Geräte über den Wechselrichter aufladet, sofern es einen habt, immer 15 bis 20 Prozent mehr Strom, als wenn ihr das mit 12 Volt machen würdet, weil der Wechselrichter eben schon einen sehr hohen Eigenverbrauch hat, den wo ich euch jetzt dann gleich einmal an meinem vorführen werde. Ja. Hier zum Beispiel ein 12 Volt Ladegerät für meine Kamera, dauert halt dann ein bisschen länger, kommt dann hier hoppala, in die 12 Volt Dose rein, da ist also eine 220er, da ist eine 12 Volt Dose, den haue ich da rein, zack, den schließe ich an, dann kann ich also hier meine Kamerabatterie aufladen. Ja, es dauert dann ein bisschen länger, aber ich komme günstiger im Stromverbrauch davon, gerade wenn ich jetzt darauf angewiesen bin. Jetzt werden viele sagen, bin ich denn überhaupt am Stromverbrauch angewiesen? Stellt euch einmal mal vor, ihr bleibt irgendwo liegen, auf einer Norwegenreise oder was, ja, und es kommt längere Zeit keine Hilfe mehr. Ne? Es dauert zwei bis drei Tage, bis irgendwer kommt. Okay, gut, der Fall ist heute doch gar nicht mehr so wahrscheinlich. Aber soll es denn soweit sein, dann muss man sich schon ein bisschen zusammenreißen mit seiner Energie, damit man über die Zeit auskommt. Weil ihr braucht dann natürlich auch Strom für eure Heizung. Ja, da brauchen wir natürlich auch Gas, kann bei der sagen, dann geht er da halt eher das Gas auf, aber trotzdem, ihr müsst es dann mit all euren Strommitteln haushalten, ja, deshalb rate ich euch, versucht alle Geräte, wo ihr mitnehmt, ja, Handyladegeräte sind ja meistens sowieso 12 Volt, ja, hier zum Beispiel, ich lade meine Handys auf an diesen Dosen, oder die Apple Watch zum Beispiel, die wird dann solche Dosen aufgeladen bei mir, ne, die kommen niemals in 220 Volt rein. Versucht für alle Geräte, die ihr habt, hier zum Beispiel für meinen Laptop, ist bereits eine im Zulauf, ein Netzteil, wo ich über 12 Volt laden kann, ja spielen kann in der Regel voller nicht über 12 Volt, weil einfach der Verbrauch zu hoch ist, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Gaming-Laptop hat. Aber auch den Laptop kann man über 12 Volt laden. Eigentlich jedes Gerät. Geht über 12 Volt, ja. Also das ist noch ein Tipp. Versucht, dass ihr für eure häufig genutzten Stromverbraucher einen 12-Volt-Anschluss, auf ein 12-Volt-Ladegerät bekommt. Ja, das ist schon mal gut. Somit habt ihr nicht den Eigenverbrauch vom Wechselrichter drauf. In dem, für den Fall, dass ihr überhaupt einen habt, ja, ist wichtig. Wenn ihr keinen habt, dann seid ihr sowieso darauf angewiesen, damit ihr eure Ladegeräte alle in 12 Volt auslegt. Ja, dann seht ihr hier mal im Fernsehen von der Rückseite. Angenommen, ihr seid jetzt draußen im Skiurlaub, was weiß ich, und ihr habt geschaut davor, dann seht ihr hier da unten den Schalter. Das ist ein ja, Hauptschalter, wenn man es mal sagen muss. Und der steht bei mir, ich weiß noch, ob ihr jetzt seht, jetzt auf ON. Das heißt, seht ihr es hier an der roten Lampe, es ist dauerhaft Strom drauf. Ne? Also, er zieht die ganze Zeit einen kleinen Strom, aber auf ein paar Tage gesehen kann es auch viel sein. Deswegen, wenn ihr euer Wohnmobil verlasst oder egal immer, wenn ihr gewisse Geräte, die eine Standby-Funktion haben, nicht verwendet, auch die Kaffeemaschine hat sowas, dann schaltet ihr hier unten den standby Ab. Ja? Das heißt, da kein Strom mehr drauf ist. Ne? Weil das ist ungenutzte Energie, das wird einfach verbraten, von dem habt ihr keinen Mehrwert. Nicht, ja? Das ist einfach nur, dass das Gerät auf dem Bei ist. Weil, wenn ich Fernsehen schauen will, dann schalte ich mir das hier unten ein, schaue Fernsehen so lange ich will und wenn ich dann keinen Bock mehr habe, dann schalte ich das wieder auf. Somit ist zumindest der Fernseher oder das war eh, ich Geräte, die ich nicht nutze, nicht unter Strom. Das ist wichtig. Also eine Stand-by-Funktion im Wohnmobil, absolutes Tabu. Hier, Staubsauger. Ich habe im Wohnmobil immer einen Staubsauger dabei. Ja. Brauche ich einfach, weil ich fast jeden Tag hier sauge. Ich mag es nicht, wenn hier Haare meistens von den Frauen rumliegen. Oder was ist vom Hund? Das ist bei uns selten im Wohnmobil drin. Oder, oder, oder Sand zum Beispiel. In Italien ist das so. Da hat man immer irgendwo Sand. Deswegen habe ich immer meinen Staubsauger dabei. Da gibt es ähm, netzgebundene Staubsauger. Hier empfehle ich euch immer Akkusauger. Ja. Ich habe hier meinen Dyson, den ich auch in der Wohnung dabei habe. Ja, den lade ich komplett voll. Ich, ich lege den vollgeladen ins Auto rein. Somit kann ich also locker, sagen wir mal, drei, vier Tage so immer ein bisschen absaugen. Bring quasi schon gewisse Energie mit, die wo ich nicht aus dem Wohnmobil nehmen muss ja. Ich habe also meinen Energiespeicher schon mit dabei im Akkuschrauber, äh, Akkuschrauber, sorry im Akkusauger Und viele haben ja netzgebundene Sauger, so kleine dirt Delo oder was. Die dann natürlich am Strom anschließen müssen. Lasst es bleiben. Jeder, der vielleicht schon sogar so einen Dyson zu Hause hat, nimmt's den mit? ballert den gut voll. Meistens ist er eh voll geladen, weil er ja an der Ladestation zu Hause hängt. Ich schmeiße den dann hinten in die Heckgarage rein. So habe ich dann immer einen powermäßigen Sauger mit dabei, mit dem wo ich halt mein Wohnmobil immer schön aussaugen kann, weil ich will das immer schön sauber haben. Habe halt einfach einen Sauberkeitsfilm ich brauche das, dass du jeden Tag einmal mindestens sauber durchgesagt wird. Die Kinder essen was, bröseln darunter, so kann man das gleich weg sagen. Genauso ist äh, mit Laptop, ein Laptop-Vorfahrtantritt, erstmal richtig vollladen, damit er schon mal voll ist, damit ich keine Energie aus dem Fahrzeug beziehen muss. Bluetooth Boxen, ja, bevor ich mein Radiofahren einschalte, stelle ich mir lieber eine Bluetooth Box auf. ja, Die ist bereits schon mit Energie voll, da kann ich locker drei bis vier Tage rumkommen mit dem Akku. Ja? Also alles, was ich schon zu Hause geladen mitnehmen kann, sauber vollpowern, wenn ich ein paar Tage weg wegfahre. Gerade im Winter geben die Batterien sowieso wenn Kapazität ja gerade im Winter, fahre ich dann schon mit geladenen Geräten weg. Somit sparen wir schon mal, dass ich das ganze Zeug auflade. Handys vollladen, Rasierer aufladen und sei es noch so klein, alles, was ein Akku hat, vollgeladen mit in den Urlaub nehmen. So Leute, jetzt einmal Thema Wechselrichter. Ich habe da unten meinen Wechselrichter drin, vorne meine zwei AGM-Batterien mit 190 Ampere. Sprich, wenn ich jetzt autark stehe ohne Landstrom, habe ich schon einiges an Energie dabei. Jetzt zeige ich euch mal, warum, dass ich immer euch gesagt habe, kauft euch 12 Volt Anschluss. Ich habe jetzt hier meinen Batteriecomputer, den schalten wir jetzt einmal ein. Es ist natürlich knallvoll, weil das Wohnmobil hängt ja bei mir zu Hause über Winter immer am Landstrom, was ich auch jedem von euch empfehlen würde. Und jetzt schauen wir mal. Hier kann ich jetzt meinen aktuellen Verbrauch abrufen. Ihr seht hier, aktuell wird aus meinen Batterien minus 2,3 bis 2,4 Volt entzogen. Das ist ganz klar, denn hier unten läuft die Heizung. Ja. Das ist also der Verbrauch von der Heizung. Ja. Der Wechselrichter, der ist aktuell noch aus. Den schalten wir jetzt einmal ein. Hier habe ich mein Panel, ich schalte meinen Wechselrichter mal ein. So, und jetzt schauen wir mal. Und ihr seht es jetzt schon, hier steigt schon der Verbrauch hoch, ja, obwohl noch gar nichts dranhängt am Wechselrichter. Es sind jetzt schon um die 1,8 Ampere mehr. Nur Eigenverbrauch, ohne dass man überhaupt ein Gerät am Wechselrichter betreiben. Und das ist das, was ich euch damit sagen wollte. Wenn es jetzt hier autark steht irgendwo, ja, und ihr ladet jetzt über 12 Volt, spart sie euch diese 1,8 Ampere schon nochmal allein an Eigenverbrauch vom Wechselrichter. Deswegen braucht ein Ladegerät, was ja dann später über 220 Volt bereits immer so 10, 10 15, 20 Prozent mehr Strom. Ihr ja, seht es hier, wir haben jetzt ja dann einen Verbrauch von 4 Ampere pro Stunde, obwohl wir noch nichts dranhängen haben am wenn ich den Wechselrichter jetzt wieder ausschalte, dann Fallt die Zamm Spannung sofort wieder zusammen auf die Heizungsspannung, die gerade entzogen wird. Es sind in dem Fall minus 2,4 Ampere. Also deswegen, wenn es hier Stromsturm war, sag mal, ihr hängt das irgendwo fest, ihr kommt jetzt drei bis vier Tage nicht weg mit eurem Wohnmobil, dann braucht es hier schon mindestens schon mal den Wechselrichter nicht, wenn ihr einen haben solltet. Wenn ihr keinen habt, dann hat natürlich, dann braucht es sowieso 12 Volt. Aber wenn es jetzt hier einen Wechselrichter in eurem Fahrzeug eingebaut habt, für die Leute, die natürlich mehr unterwegs sind, dann lasst den aus und ladet euren Strom bzw. eure ganzen Geräte alle mit 12 Volt. Somit spart sich schon mal den Eigenverbrauch vor. Wechselrichter. Das ist, was ich euch damit sagen wollte. Ein Wechselrichter ist eine super Sache. Ihr kennt es damit, eine äh, Kaffeemaschine. Ihr könnt eigentlich alles fast so verwenden, je nachdem, welche Leistung das da drin ist. In meinem Fall sind es 1700 Watt. Ich habe auch, auch schon einen Wasserkocherdruck gehabt, mit knapp 2000 hat er auch gefressen. Ohne Probleme, eine Kaffeemaschine. Kein Problem. Super Sache, super Luxus. Ihr könnt irgendwo Wald rausfahren, wo es keinen Strom gibt und habt es dann eigentlich alles dabei. Ihr müsst auch nicht verzichten. Aber so ein Wechselrichter hat natürlich auch einen hohen Eigenverbrauch. Das muss man davor wissen, ja. Bevor man sich den einbauen lässt. weil Sonst dann am Schluss äh, zu fixen, haben wir uns so einen Wechselrichter einbauen lassen. Ich habe gar nicht gewusst, dass der so viel Strom. Umfrest, ja, also wie gesagt, das ist normal, minus 2,4 Ampere, denn mehr Heizung läuft, wir haben es eiskalt heute hier, ne? ich habe keinen Bock, dass man mir die Füße abkühlt. das sieht man hier am Fenster, das ist noch richtig schön zugeeist, passt da jetzt richtig schön zu Weihnachten, schaut euch das mal an. Traumhaft. So, dann weiter geht's. Thema Heizung. Wir nehmen an, ihr seid jetzt im Skiurlaub irgendwo draußen unterwegs. Meine Heizung, die läuft jetzt auf 4,5, ne, weil ich will das Wohnmobil möglichst schnell hochheizen. Sag mal, ihr geht es um 9 Uhr früh aus dem Wohnmobil raus, geht auf die Skipiste, seid dann ganz auf der Skipiste. Da macht auf jeden Fall diesen hier. Schaltet eure Heizung auf 1,5 oder 1 runter ja denn wenn sie nicht im Wohnmobil sitzt dann reicht's wenn sie Wohnmobil so 16 17 Grad hat die hat's ja nicht im Wohnmobil drin wenn sie das ganze äh, zum Beispiel über Internet steuern könnt, eure Truma Heizung dann ballert's zum Beispiel eine halbe Stunde ich würde sagen eine Stunde bevor sie wieder zum Wohnmobil kommt schaltet es auf Leistung die Heizung ja aber wenn ihr im Wohnmobil reinkommt, ist es schön kuschelig warm. Wir können den ganzen Tag über nicht nur Gas, sondern auch Strom sparen, indem die Heizung nicht die ganze Zeit auf Volldampf läuft. Also, wenn ihr nicht im Wohnmobil seid, schaltet die Heizung runter. Ich mache das immer so bei so extremen Temperaturen wie momentan minus 5-6 Grad. Auf 2 lasse ich das immer laufen, die Heizung, wenn ich nicht im Wohnmobil bin. Und das dann den ganzen Tag und kurz bevor ich nach Hause komme. Also, in meinem Fall geht es ja nicht übers Internet. Aber wenn ich halt dann ins Wohnmobil reinkomme, dann ballert ich halt das Ganze hoch. Dauert dann eine halbe Stunde, dann ist schön warm. Aber selbst auf zwei ist immer schön angenehm warm im Wohnmobil. Also Heizung nur dann laufen lassen, wenn ihr mir tatsächlich im Wohnmobil aufhalte. Das spart nicht nur Gas, sondern auch jede Menge Strom. Dann geht's weiter. Thema Gas. Gas habt ihr immer dabei. Also Ihr könnt eure Semmel aufpacken, zum Beispiel hier im Omnia. Es gibt Milchaufschäumer, die stellt ihr direkt auf die Herdplatte. Wärmflasche zum Beispiel ist bei mir Pflicht. Ja, ich weiß, ich bin Warmduscher. Egal, aber ich brauche immer Wärmflaschen. Wenn es im Winter kalt ist, schmeißen wir dann eine halbe Stunde vor ins Bett. Macht es nicht mit dem Wasserkocher heiß, sondern hier am Gaskocher. Funktioniert genauso gut. Ja. Semmeln. Im Omnia aufpacken. Es gibt ja Wohnmobile, die haben einen Backofen an Bord. Ja. Geht alles. Es gibt Kaffeemaschinen für einen Espresso, das, das sind so kleine Aufbauten, die stellst du direkt auf die Gasflamme. Funktioniert alles super. 12-Volt-Kaffeemaschinen zum Beispiel. Ich verwende ja bei mir den Vollautomaten mit 220. Es gibt da 12-Volt-Kaffeautomaten oder direkt für einen Herd. Schaut da einfach mal in den Campinghandel euch um. Ihr werdet sehen, es gibt so viele Sachen, die, wo man ohne Strom eigentlich genau, fast das gleiche äh, Ergebnis bringt, wie wenn man es am Stromhänger hat. Ja? Das war es dann einmal mit den Tipps paar kleine, schnelle Tipps von mir zum Strom sparen im Wohnmobil, wenn es denn mal sein muss oder wenn man dann einfach Energie sparen will. Wer sich allerdings keinen Wechselrichter oder irgendwas einbauen lässt, lassen will, der kann sich ein Notstromaggregat kaufen. Wenn er sagt, der fährt jetzt zum Beispiel bloß auf ein Festival oder auf irgend sowas, ne, dann lasst er einen Notstrom. Er kauft Notstromaggregat, die gibt es schon für 300 Euro. Ich habe zwei Notstromaggregate vorgestellt auf meinem Kanal und es werden weitere Folgen. Weil es eben so gut ankommt. Ich weiß nicht, warum dass die Leute alle so liebend gern äh, Notstromaggregate sich anschauen auf YouTube Kein Problem. Ich habe welche im Zulauf, es wird weitere Videos von Notstromaggregaten und Tests von mir geben. Oder verwendet einen Powerwürfel, ja. Zeige ich euch auch ein paar. 16 hier Powerwürfel zum Beispiel. Funktioniert alles. Die Teile liefern teilweise bis zu 2000 Watt. Das laden man da haben mal auf und dann hat man einen unwahrscheinlich großen Energiespeicher mit dabei, ja. Also das alles könnt ihr ja verwenden, um Strom im Wohnmobil zu sparen. Gerade so Powerwürfel, mal da sind natürlich viele Leute, die wirklich sehr gut die das Wohnmobil nur, die vielleicht im Jahr zwei, drei Nächte oder fünf, sechs Nächte übernachten. Da rediert es sich natürlich nicht, damit man gleich mit einem riesen Wechselrichter ja, aufschlägt. Ja, das waren einmal kurze Tipps von mir an euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es hat euch wieder ein bisschen was gebracht. Wenn ja, wie immer abonniert meinen Kanal. Wenn ihr weiterhin Fragen habt, ja, dann einfach unter um das Video. Ich wünsche euch was, bleibt alle gesund. Wir sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Video auf einem Campingplatz einmal wieder. Macht es gut, ciao, bis zum nächsten Mal.